Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu Bulletstorm Full Clip Edition, Folge 3. In der letzten Folge haben wir unseren Freund hier zum Terminator umgerüstet und unsere Peitsche empfunden. Und jetzt geht's heiter weiter mit Explosion. Wir sind ja hier auf dem Planeten gestrandet. Weil wir durch ein anderes Raumschiff geflogen sind, kann ich das auch treten. Läuft. Läuft. Badum. Bleib wachsam. Keine Angst, ich pass schon auf. Wie geht es dir? Sind die Schmerzen erträglich? Auch schick hier? Nein, sind sie nicht. Aber was soll ich machen? Ich muss sie trotzdem ertragen. Ich werde dich hier rausbringen, Nishi. Hast du eine Ahnung, was wir hier vor uns sehen, Ishi? Nein, aber Sie stammt von der Konföderation. Der Kennzeichnung nach sind die Missionsprotokolle über ein Jahr alt. Du weißt also nur, dass Serrano hier irgendeine Scheiße vorhat. Okay, rein mit der Peitsche. Ich kann mir jetzt Skillshots ansehen, die möglich sind. Okay, da krieg ich Punkte. Töte brennende Gegner, jo, das kriegen wir alles hin. Boah, das fasse ich nicht. Diese miese kleine Peitsche bewertet meine Leistung. Na, schon gut. Du wirst eine weitere Gelegenheit bekommen, deine Effizienz zu messen. Wir werden angegriffen. Angegriffen! Ach, jetzt krieg ich ja schon die Bonis, okay. Ist ja abgefahren. Krass. Ich weiß nicht mehr, was ich hier... Waffenmunition und Upgrades kriege ich dafür, Versorgungskapseln Nachschub zu erhalten. Schön. Okay. Cool. Habe ich doch gerade. Okay. Guck mal, was wir hier direkt kriegen. Ich habe 1400 Punkte. Ich kann nur die Knarre. Ich muss Magazine kaufen. Naja, ein bisschen läuft. Muss reichen. Direkt eine Trophäe erhalten. Okay, das heißt, wenn ich cool kille. Kugelkick. In Kaktus! Zack! Du auch, hinterher! Ups! Scheint nur Skillshots zwei mehr Punkte zu erzielen. Okay. Ups, ups, ups! Da habe ich nicht aufgepasst. Ich will in Deckung. Peitsche geht sau weit. Nur zu Konföderationsbestände. Das ergibt keinen Sinn. Wir sind in den Außenquadranten. Hier gibt es weit und breit keine Kolonien oder Konföderationstruppen. Du kommst da runter. Komm.
vom... Ups. Er lebte noch. Mal kurz in Deckung. Jetzt habe ich eine Muni-Anzeige, okay. Ich kann nicht laufen und dann kicken. Zumindest weiß ich noch nicht wie. Ist ja gut. In den Hals. Gott. Finito. Ich finde es schade, wenn ich laufe. Ich kann nicht rutschen, sliden. Schade. Zumindest noch nicht. Mal gucken. Zur Hölle. Was war das denn? Haben wir so Typen erstmal getreten. Kann ich die auch? Nee. Keine Muni mehr? Ist das wirklich wahr? Ein paar Magazine nachkaufen und einfach mal ihn hier gegen die Wand, ne? Was passiert, wenn ich dagegen trete? Ein bisschen mutig, mal gucken. Nicht gut. Oh. Okay, ja, ja, ja. Ich fass mir gerade an den Kopf. Ich dachte, vielleicht kann man es ja wegtreten. Man kann vieles wegtreten. Übel. Uff. Das war... passiert. Gehört dazu. Ausprobieren. Oh nein. Halt ihn aus. Ich kann Muni auch zu mir ziehen, hups. Aber ich kann jetzt nicht. Nee. Ja, ist ja gut. Mit geringer Strahlung verseucht. Wenn wir uns zu lange hier aufhalten, wird keiner von uns überleben. Oh, in den wow, wow. Alten Zeiten. Wie sorry, in dass ich nicht in Nostalgie schwelge. Ich hätte gerne Schrotflinte. Ah, die kriegen wir bestimmt bald. Was ist denn jetzt los? Die Konfrontation belohnt dich für schnelle Reaktionen in kritischen Situationen mit Skillpunkten. Bereite dich darauf vor, L2 festzuhalten und dir jetzt einen anzusehen. Mach ich.
Ich habe den Komplex gescannt. Der einzige Ausweg führt nach unten. Uns sind Quartiere in einem Minenkomplex. Bist du für diese Art von Kampf bereit? Nein, bin ich nicht. Ich bin für nichts dergleichen bereit. Ah, mal gucken. Wir haben keine andere Wahl. Was geht hier? Nix. Ja, fantastisch! Kommt her! Was hat er denn? Abgeprallt, schön. Infiltriere die Raffinerie. Geschafft. Ja, okay. Runde Aufzug fahren. Auf geht's. Was ist das hier? Illegaler Uranabbau? Nein, die Konstruktion ist zu perfekt. Das ist keine Unterweltoperation. Wer auch immer diese Unternehmung finanziert, kann seine Investition vergessen. Bleib wachsam. Wir sind hier nicht sicher. Schau mal hier, da... Ach, ich habe für bestimmte Waffen Skillshots und allgemeine. Nice. Ladungen, verschießt mit einer konzentrierten Feuerstoß ein Spezialmagazin mit 100 Kugeln. Oh. Okay. Kann ich mir noch nicht leisten. Gucken wir, wenn es soweit ist. Treten. Der einzige Weg. Ah! Ich kann nicht schießen. Peitschen. Ich kann. Er sinkt. Der versinkt in seiner Arbeit. Ja, was war das bitte für ein Bild? Du bist, wenn dran bist. Ist das okay, wenn man das als Screenshot nimmt? Ich guck mal. Wenn ich jetzt zweimal X drücke, rutschen. Nice. Rutschen, schießen dabei geht auch. Da läuft der Hase. Ich muss sagen, wenn man Gegner wegtritt, ist man prädestiniert dafür, den irgendwie leider in den Schritt zu schießen. Ich weiß nicht, warum es so ist. Mach auf. Was kommt jetzt? Heilige Scheiße. Hier ist genug konföderierte Feuerkraft, um die Alien-Horden auf Warworld zum Glauben zu bekehren. Was zerstör alles. Lass genau diesen Wilden keine Möglichkeiten, sein? Uns zu verfolgen. Ich mag, wie der neues Hirn tickt. Helikopter, so nicht. Zerstöre ich die? Ballern. Was auch sonst. Hä? Die Einheimischen einfach scheinen deinen Plan nicht besonders zu mögen. Nein! Nein! Ich habe fast keine Energie mehr. Kann man die kaputt? Ja. Übel. Ich habe nicht aufgepasst, ich habe keine Muni mehr. Schlecht. Kollege, hier. Och, come on! Dann liegt der Munikoffer. Frustriert. Ist blöd, wenn man nur eine Waffe hat, übel. Wenn man nur eine Waffe hat und die leer ist, ist doof. Heilige Scheiße. Ja. Hier ist genug konföderierte Feuerkraft, um die Alien-Horden auf Warworld. War das gerade eine Minikiste? Zerstör alles. Komm. Lass diesen Wilden keine Möglichkeiten, uns zu verfolgen. Ich mag, ja, wie der neues Hirn tickt. Menschen scheinen deinen Plan nicht besonders zu mögen. Ne, will ich auch nicht gut finden. So weit komme ich nicht. Ich habe fast keine Energie mehr.
Was hauen die denn für ein Damage raus? Lauf doch, Kollege. Runter da und schiss. So. Dankeschön. Was hat ne hier? Jau! Jetzt die Peitsche ein! Ja. Alles gut, das war gut. Himmelsschimmer plus 500. Schön. Er läuft. Soll ich die immer noch alle kaputt machen? Ich glaube nicht. So. Ich muss mir eben zwei Magazine kaufen. Ein Terminal für Tiefkanten. Das Ding verwendet Schwerkraftfusionskolben. Da kannst du dich aufladen. Die Absturzstelle der Ulysses ist auf der anderen Seite dieser Stadt. Ja, das wird schön. Ich würde aber sagen, an der Stelle machen wir einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge Bulletstorm Full Clip Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn wir vielleicht das ein oder andere Mal verreckt sind, aber am Anfang muss man gerade ein bisschen ausprobieren. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dann.